Yo, Energy Community grüßt euch. Willkommen beim neuen Format Stimme der Jugend. Wir haben heute ein IFBB Pro im Wellness-Bereich. Christina da. Stell dich doch einmal bitte vor. Danke, dass du überhaupt da bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung. ich bin Christina, 25 Jahre und ich bin IFBB Pro in der Wellness-Klasse. Ja, ich bin selbstständig, ich mache Online-Coaching, Lifestyle und Athleten, also im Bereich Bodybuilding, mache aber hauptsächlich eigentlich Blutanalysen, also dass ich Therapiepläne schreibe, wer seine Gesundheit sozusagen optimieren möchte. Energy Podcast. Erzähl uns mal bitte, wie du oder was der Sport mit dir gemacht hat. Wie ich gerade rausgehört habe, hast du auch getanzt. Das heißt, du hast eigentlich dein Leben lang Sport gemacht, oder? Ja, also bei mir war das immer so, dass meine Eltern sind halt auch relativ sportlich und da war es halt immer so ein Muss, dass man mindestens eine Sportart macht. Also das finde ich auch noch gut. Das heißt, ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe mal 2 Wochen Tischtennis gespielt, ich habe Handball gespielt, ich habe Fußball gespielt. Ich habe, glaube ich, Volleyball mal ausprobiert. Ich habe als Kind Leistungsturnen gemacht, also so auch, also geturnt habe ich. Was habe ich noch? Ich habe Tennis, glaube ich, auch mal ausprobiert, ganz kurz. Ich glaube, ich habe alles mal ausprobiert. Und dann halt irgendwann, weil ich halt eine größere Schwester hatte und mit ihr mal die, kennt ihr ja bestimmt die Step-Up-Filme früher und Honey und so weiter, die geilsten Filme, geguckt habe, wollte man dann natürlich auch geil Hip-Hop tanzen und so. Und dann habe ich aber irgendwann von Hip-Hop zu Jazz und Ballett gewechselt mit 15, 16. Mhm. Noch geiler, finde ich, ehrlich gesagt, weil da braucht man so krass viel Körperspannung, da ist es schon anstrengend, in richtiger Form an der Stange nur zu stehen, da schwitzt man schon des Todes. Also richtig geil. Und dann war das aber die Phase, wo ich dann geschafft hatte, fett zu werden, was ich ja vorhin erzählt hatte. Genau. Und gemerkt habe, dass ich leider nicht da zugenommen habe, wo ich es haben wollte. Und dann bin ich halt auf den Trichter gekommen, dass ich mir ja meine Figur auch mit Muskulatur sozusagen formen kann, wie ich das gerne hätte. Richtig. Und dadurch bin ich dann, seitdem ich 16 bin, auf den Trichter gekommen mit Fitness und so weiter, habe dann zu Hause angefangen, mir Gewichte zu kaufen, auch diese Ankle Weights, mit denen man diese Donkey Kickbacks macht und so die ganze Scheiß halt. dann hatte ich irgendwann so viele Gewichte zu Hause, dass mein Ex-Freund mir damals zum 17. Geburtstag eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio geschenkt hat. Weil er meinte, ganz ehrlich, geh doch einfach ins Gym, bevor du dir da 1000 Langhanteln und so weiter für zu Hause kaufst. Ja, und das war dann der Start meiner Karriere. Da musste ich halt irgendwann dann so, weil Tanzschule ist ja mega teuer, muss ich mich dann halt immer entscheiden. Und immer, wenn ich samstags tanzen hatte, war ich immer schon so, oh, soll ich nicht lieber ins Gym gehen? Und irgendwann bin ich dann halt im Gym geblieben und da habe ich das mit dem Tanzen gelassen. Und ja, seitdem bin ich dann auf der Mission. Krass, also du bist dann also, weil du unbedingt, sag ich mal, von dieses Dünne wegkommen wolltest in der Jugend, bist du dann ins Übergewichte gegangen und dann sozusagen ins Fitness. Ja, genau. Und was hat dir der Sport Fitness jetzt gegeben, sag ich mal, die letzten Jahre? Was würdest du, weil viele Leute, sag ich mal, es gibt viele Menschen da draußen, die machen null Sport. Also die Statistiken sind überkrass. Also wenn du anschaust, körperliche Aktivitäten und sowas. Was würdest du, hat dir diese Journey, die du jetzt gerade gemacht hast, du bist ja IFBB Pro, IFBB, ne? IFBB Pro, ja. Genau, IFBB Pro. Also genau gesagt, IFBB Wellness Pro. Wellness Pro. Was würdest du sagen, hat diese Journey mit dir gemacht, mit deinem Leben, mit deiner Psyche? Also dadurch, dass ich halt mit Sport groß geworden bin, hat mir Sport schon immer gefallen, weil man halt, eigentlich schwer zu sagen, also man kann sich halt im Sport nur auf den Sport konzentrieren, also wenn man den richtig praktiziert, sage ich mal so. Und dadurch ist man halt einfach mal fokussiert auf eine Sache, die man Spaß bringt und am Ende hat man halt immer das Resultat. Also es gibt ja viele Sachen im Leben, da haben wir keinen Einfluss drauf, aber wenn du deinen Sport machst, hast du halt immer, kriegst du immer genau das raus, was du auch reingibst. Eigentlich alle sagen immer, Bodybuilding ist mega undankbar, aber eigentlich gar nicht, weil du kriegst genau das, was du da in diesen Sport reinsteckst. Und
Das heißt, wenn du keine Muskeln hast oder kriegst, dann hast du auch nicht hart genug trainiert. Also genau. Ist halt einfach so. Also richtig. Viele fangen dann immer an, du nimmst ja das und das und bla, weil sie selber halt einfach noch nie schwer gearbeitet haben und versuchen die Leistung dann immer zu schmälern. Sie reden sich das selber gut, dass sie nicht da sind, weil du ja irgendwelche Supplement nimmst oder sonst was, aber haben eigentlich nicht, sag ich mal, diese Durchsetzungskraft, das einmal durchzuziehen. Ich kenne das auch, wenn ich mit Kunden rede, die einfach eine Journey angefangen haben und dann wieder abgebrochen haben und immer wieder dann Ausreden suchen. Also wie oft höre ich von Leuten, boah, ich bin unfit, weil die Corona-Zeit, also das höre ich von so vielen. Oh ja, das nervt mich auch. Da krieg ich die Krise, weil ja, die Corona-Zeit war eigentlich meine beste Zeit, weil da hatte, da hatte ich am meisten Muskelmasse aufgebaut gehabt und war so sauer, dass die Studios so gemacht haben in der Zeit und bin durchgedreht, dass wir jeden Tag einfach rausgegangen sind und einfach, wir haben unsere paar tausend Liegestütze gemacht, unsere 500, 600 Klimmzüge, wir haben geboxt, wir haben 1000, 2000, 3000 Kniebeugen gemacht, einfach ohne Gewichte trainiert und ich bin so shredded auf einmal geworden, konnte halt so Full Trainingsprogramme verkaufen und Ernährungspläne verkaufen, weil ich auf einmal voll definiert geworden bin und einfach nochmal den nächsten Schritt gemacht habe. Aber ich habe dafür dann auch 3 Stunden am Tag mehr trainiert, weil ich wusste, okay, gut, wenn ich was aufbauen will, dann muss ich ein bisschen mehr reinlegen mit Körpergewicht und fertig. Und das war für mich die überkrasseste Journey, weil ich da nochmal selber über mich rausgefunden habe, was ich kann und wie ich mit sozusagen harten Situationen umgehe. Bei Corona war jeder Lockdown, keiner durfte zu Hause verlassen und ich gucke mal schon meine Storys durch und dann sehe ich da jeden Tag so, wenn die Storys so schon richtig so klein sind, dass du diese Punkte nicht siehst und du siehst einfach, dass ich entweder zu Hause bin, in einem Raum, wo ich immer trainiert habe, weißt du, und voll am Schwitzen bin und wenn ich da so zurückdenke, was eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, so, ne? Ja, also wer will, der findet auch immer einen Weg. Also es gibt nur Ausreden oder Ergebnisse, das ist halt einfach so. Also, und bei mir sage ich immer so schicksalhaft, dass mein Traum, den ich seitdem ich 8 bin, Arsch und Schenkel zu wollen, mich halt einfach zu meiner Leidenschaft gebracht haben, weil ich würde das ja nicht seit 9 Jahren immer noch probieren, Arsch und Schenkel aufzubauen. Also wenn mir der Weg nicht auch Todesspaß bringen würde, weil der Weg ist ja auch das Ziel. Also vor allem, weil auch Bodybuilding kriegt man auch irgendwann so einen Knacks im Kopf und sieht sich eh nicht so, wie man ist. Das heißt, mein Arsch und meine Beine sind bestimmt schon gewachsen, aber ich sehe sie halt immer gleich und man gewöhnt sich ja auch immer an das Neue und will natürlich immer noch extremer. Das ist ja genauso, warum manche sich zum 10. Mal die Lippen aufspritzen. Am Anfang sah es noch ganz gut aus und irgendwann sieht es halt einfach scheiße aus, wie heutzutage, weil man sich halt an immer mehr gewöhnt. Genau. Und so immer ist nur halt das Sport Alte auch. Sieht, ne? Ja, nee, aber ich liebe halt einfach das Training, weiß ich nicht. Also meine Schwester ist zum Beispiel, irgendwie war ich als Kind so talentfrei. Meine Schwester konnte halt singen, tanzen und so weiter, war auch auf einer Musical-Darstellerschule. Und ich habe als Kind, also die auf Familienfeiern durfte sie auch immer singen und sollte immer irgendwas vormachen und so. Und ich war irgendwie immer so talentfrei. Dann halt, als ich dann angefangen habe zu trainieren und mir das halt so krass viel Spaß gebracht hat und ich im Studio immer gefragt worden bin, ja, gehst du auf die Bühne und so? Und ich immer so, hä, nein, warum sollte ich auf die Bühne gehen und so weiter? Ich habe dann immer so Leute auf der Bühne gesehen und dachte so, hallo, so sehe ich doch never ever aus. Mhm. Und bin halt dauerhaft so spreaded rumgelaufen und habe es nicht gemerkt, weil man, wie gesagt, das Auge für sich selbst verliert. Und ich dachte mal, ich bin voll schwammig und jetzt gucke ich mir die Bilder an, die ganze Zeit Apps und Adern des Todes und man sieht es halt selber nicht. Und dann dachte ich halt irgendwann so, nachdem ich keine Ahnung, wie viele gefragt haben, ich so, ja gut, warum eigentlich nicht? Anscheinend kann ich das gut und vielleicht könnte ich das, was mir Spaß bringt auf der Bühne, dann halt einfach so, das ist vielleicht wirklich mein Talent. Und ja, das lief ja bisher auch ganz krass. Gut. Ich finde das halt krass, weil bei Sheila ist auch ähnlich. Wir haben jetzt, wir trainieren jetzt seit 1,5 Jahren zusammen, fast also jeden Tag. Und wir haben letztens geguckt, weil sie sieht sich manchmal noch dann als Anfängerin und so. Und da haben wir trainieren gerade darauf hin, ich weiß nicht, ob die, das heißt, wie nennt man das, Streetlifting, ne? Nee, aber wir haben dann mal geguckt, die Weltmeisterin bei 53 und unter wiegt 51 Kilo. Ist gerade bei Dip, hat sie den Weltmeisterschaft mit 41 gewonnen. Sie ist gerade bei 37,5. Kniebeuge mit 110 Kilo. Du bist ungefähr bei 100 Kilo.
Und sie ist eigentlich bei allen Bereichen bei der Weltmeisterin so nah dran. Also wir reden hier von 2,5 Kilo, 10 Kilo hier, und wir haben jetzt über ein Jahr noch, uns auf die Das ist krass. Weltmeisterschaft vorzubereiten. Natürlich wird die Weltmeisterin noch fitter sein nächstes Jahr und wahrscheinlich neue PRs aufstellen. Aber einfach zu wissen, dass man so nah dran ist, so bei mir, meine Gewichtsklasse, ich bin noch so weit, also ich habe mir letztens komplett die Brust gerissen, also hier einen kompletten Faserriss, zum Glück nicht Oh, abgerissen, ja. richtig ekelhaft, also ich habe auch Traumata davon, Ja, weil kann ich 2 Wochen verstehen. davor habe ich mein PR geschafft in Dips mit 70 Kilo und dann habe ich direkt an den Tag übertrieben und habe mir so eine Art, es war Zerrung, es war eine Zerrung so, ne, beim Dip, boom. Da hatte ich schon, und da habe ich 2 Wochen nichts für die Brust getan und bin direkt 2 Wochen später und habe einen neuen PR geschafft, 75 Kilo. Das habe ich dann zweimal sauber gemacht. Dann habe ich, glaube ich, die 60 fünfmal gemacht und dann war ich noch übermotiviert, wollte unbedingt die 80. Und das ging so schief. Bin von unten nach oben und dann habe ich sofort gemerkt, wie es von hier nach hier so komplett durchgerissen Oh ist. ja, das ist immer, wenn man so Ja. halt unvernünftig ist. Genau, unvernünftig. Ich nenne das das Sportler-Ego, weil wir waren so viele Leute, weil mein Trainingspartner macht gerade mit 100 Kilo Dips und er macht das aber schon lange, seit 5 Jahren, 4 Jahren. Und es ist einfach so, ich habe vor einem halben Jahr damit angefangen und ich bin jetzt 37 und ich bin halt so ein Mensch, ich glaube immer, dass der Körper so genial ist, dass wir eigentlich alles tun können, egal wann Ja, und wie alt wir eben, sind. das stimmt. Also das finde Genau. ich auch, aber das mit dem, also ich bin tatsächlich nicht mehr unvernünftig, also weil ich zwei Kreuzbandrisse hatte. Oh, okay. Und ich bin wirklich traumatisiert, weil das für mich das Schlimmste war, was hätte passieren können. Und Genau. seitdem bin ich so ängstlich, was Bewegungen angeht. Ich bin jetzt auch ich bin sowieso schon seit 6 Jahren dauerhaft beim Physio. Und will mir jetzt aber auch eine Sportpsychologin suchen, weil mich das so krass limitiert im Training, weil ich so Angst habe, mich zu verletzen. Darf ich mal fragen, wie das passiert ist? Ja klar, also das erste Mal ganz klassisch beim Skifahren. Skifahren. Skifahren passiert die meisten Kreuzbandriss. Ja, also Weil du ja. hängen bleiben kannst und deine Dinger so attached an dir sind und das hat ja so eine Länge, das heißt, das dreht sich dann komplett mit. Ja, dein Knie, also Kreuzbandriss ist ja, wenn dein Knie verdreht und wenn du diesen lang nicht aus dem Skier rauskommst, kann sich das halt Es wäre eklig. eigentlich genial, Skier zu erfinden, wenn ein gewisser Druckpunkt entsteht, dass die sofort Ja, losgemacht ist ja werden. so. Ist das so? Ja, du, eigentlich fliegst du ja aus der Bindung. Aber dadurch, dass ich, wie war das Krass. nochmal? Also eigentlich also du kannst ja deinen Skistiefel so einstellen in der Spannung vom Skier. Zum Beispiel bei Anfängern stellt man die auf ganz locker, dass du richtig schnell rausfliegst, weil die ja Ausfliegst, schon, genau. genau, weil du halt ja öfters hinfliegst. Ja. Und bei Fortgeschrittenen stellt man die aber ein bisschen enger, weil das halt nervig ist, wenn man durch den Ja. Tiefschnee fahren würde oder so und du die ganze Zeit aus dem Skier rausfliegst. Und bei mir, weil ich ja eigentlich seitdem ich Kind bin Skifahre, ist natürlich jetzt nicht gerade auf locker gestellt. Und ich bin nämlich nicht so klassisch einfach umgekippt oder rausgefahren. Ich bin nämlich. Ich wollte carven, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Da fährt man so auf den Seiten Genau, ziemlich seitenlos. geneigt. Ja. Ich wollte so auf dick machen, weil eigentlich kann ich das gar nicht so gut. Aber ich bin mit meinem Ex damals Ski gefahren und der konnte halt gar kein Ski fahren. Und das war halt eigentlich eine leichte Piste. Und dann bin ich so gecarved und bin aber, hab mich hinten auf meinen Po gesetzt. Also bin trotzdem noch weitergefahren. Weißt du, wenn man hinten auf seinen Skiern drauf sitzt, aber noch fährt. Ich habe halt voll Panik bekommen, weil ich natürlich immer schneller wurde und hinten auf meinen Skiern saß und ich wusste, wie ich bremsen sollte, habe ich mich einfach zur Seite geworfen und bin dann Wow, und dadurch dann auch, ist dein Knie. ja, und da bin ich halt aber nicht aus der Bindung gekommen und dann hat es einmal so und dann lag ich da. Ja, es war echt eklig. Und ja, aber ja, da ist es halt gerissen und ein Jahr später, also es wurde richtig kacke operiert, muss man halt einfach sagen. Klar, ich bin auch ein bisschen selber schuld, weil man natürlich auch, also man kann nicht nur dem Arzt die Schuld geben, weil man ja auch verantwortlich für die Reha ist und wie man Richtig. es gut aufbaut und so weiter. Und ja, war auf jeden Fall scheiße. Und dann ist es ein Jahr später an meinem Geburtstag auf dem Kiez im NoHo gerissen. Im Kreuzbandriss ist halt, hast du halt mehr als ein Jahr noch was von. Ne? Richtig. Also es war halt für mich so, ich hätte mir am liebsten die Kugel gegeben. Das war für Ja. mich richtiger Weltuntergang das zweite Mal. Ja, also. Ja, und dadurch bin ich halt todestraumatisiert, weil ich schon beim ersten Mal meinte so, ey, wenn mir das nochmal passiert, gebe ich mir die Kugel. Und dann ist es halt wirklich noch ein zweites Mal passiert. Und ich habe wirklich, muss man sagen, echt eine Zeit lang richtig depressiv. Ich werde mich immer an den Moment erinnern, als ich das erste Mal wieder
zum Leg Day in meinem Auto gefahren bin. Das war so ein schöner Moment. Ich weiß auch noch, welches Lied ich gehört habe. Und dann, oh, mein Bein sah einfach so, das eine war so komplett abgebaut und das andere so, oh, es war so schlimm. Aber ja, und dadurch... Wie bist du aus dieser leichten Depression rausgekommen? Naja, es gibt ja entweder, es gibt ja immer nur die Möglichkeit, entweder, also ich bin so ein Extremmensch. Für mich gibt es halt wirklich nur, also das klingt jetzt blöd, aber entweder wirklich Selbstmord oder halt das Beste draus machen. Aber dieses ewig so, mir geht's so scheiße und rumjammern und so, das ist dann halt unnötige Zeitverschwendung. Das ist keine Option. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den 5 Fragen. Du stellst mir 5 Fragen. Einfach so, was du, es geht darum, was hättest du gern als Jugendlicher gewusst oder warum ich überhaupt dieses Format gerade in Leben gerufen habe, weil ich mit so viel suizidgefährdeten Jugendlichen gerade schreibe, das ist unglaublich. So viele junge Männer. Ja, die Suizidrate ist ja auch krass angestiegen, auch seit Corona. Es ist so krass angestiegen. Also es ist aber halt... ich bin froh, dass ich noch gerade aus dieser Generation komme, die halt ehrlich gesagt nicht da drin war, weil ich kann es auch verstehen. Du hast, also früher gab es ein bisschen zu wenig Möglichkeiten. Du hast halt einfach den Beruf gemacht, den deine Eltern gemacht haben. Richtig. Da musste man sich halt gar nicht Gedanken machen und so weiter. Und jetzt hast du einfach viel zu viele Möglichkeiten. Siehst gleichzeitig noch den ganzen Tag auf Instagram diese ganzen Influencer, die anscheinend nicht arbeiten, nur im Urlaub sind, am geil aussehen, den perfekten Body haben und so weiter. Das Traumleben leben, also für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber für alle anderen halt. Und dann bist du halt voll frustriert, weil dein Leben ganz anders aussieht. Richtig. Also die lassen sich von dieser Fake-Welt voll irritieren, wollen selber, sind nicht mal bereit zu arbeiten. Ich habe nämlich teilweise so Nebenjobs gemacht, Jobs einfach nebenbei. Das wollte ich gerade gar nicht, also das auch. Ja, aber da habe ich mit Jüngeren gearbeitet, die halt gerade aus der Schule gekommen sind und so weiter. Und die werden ja immer labiler und depressiver, weil die einfach so verwirrt sind, weil die so viele Möglichkeiten haben, aber irgendwie alle so weich sind geworden. Es ist so, wie wenn man in Rewe heutzutage... Die wollen nicht mehr arbeiten, die wollen einfach nur chillen und sind dann aber frustriert, dass sie da natürlich kein Geld haben. Und denke ich so, du musst doch irgendwas machen und so. Und die sind alle schon depressiv und richtig gar nicht mehr so lustig und keine Ahnung. Also das macht halt einfach dieses Instagram, also Einfluss. Das wird man ein Mindset haben, ne? Und das fehlt halt heutzutage, glaube ich, vielen Leuten, ist zu verstehen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und viele Leute leben im Außen und wollen anderen Menschen gefallen. Mhm. Und wenn es die wenigen Menschen gibt, die es kapieren und einfach sich gefallen wollen. Ja, das ist halt der größte Fehler, ja. Genau. Als erstes muss man sich selber lieben, meiner Meinung nach. Und dann kann man überhaupt jemand anderen lieben. Dann kann man überhaupt empfänglich sein. Also heutzutage, selbst wie du meintest, Labilität ist für mich ein großes Wort, weil auch die Beziehungen heutzutage sind so unlabil, das ist unglaublich heutzutage, weil, wie gesagt, Leute erwarten immer nur von den anderen und sind nicht mal bereit, selber mal zu selbst reflektieren und zu sagen, was ist an mir falsch? Ich komme jetzt aus meiner 6. Beziehung, es klappt nie, immer zeige ich mit dem Finger auf die anderen und das ist halt das Problem. Alle sind so labil und wollen immer nur den Fehlern aussuchen und sind nicht kritikfähig und wenn mir jetzt 3 meiner Ex-Freunde gesagt haben, ey, du bist das und das und das, dann wird es irgendwann mal Zeit, darüber nachzudenken, ob ich das nicht wirklich bin. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Wie du gesagt hast, es gibt zu viel Auswahl. Was ich eben meinte, es ist wie wenn man heutzutage in Rewe reinkommt. Da gibt es mittlerweile so viele Produkte, dass man gar nicht mehr weiß, was man einkaufen soll. Ja, nur Scheißprodukte. Genau, richtig. Ich fange mit einer simplen Frage an, weil das einer meiner Lieblingsthemen sind. Wenn du nur noch ein Gericht essen könntest, welches wäre das? 1 oder 2? 1. 1 ist fies. Boah. Ich glaube, ich müsste mich wirklich dann von Wassermelone ernähren. Echt jetzt? Ach, damit habe ich gar nicht gerechnet. Weil es so erfrischend ist. Also, wenn man jetzt so, jetzt ich denke immer ein Sportler her und so, oh, ich brauche meine Eiweiß, ich müsste mir eigentlich etwas suchen, was... Ja, eben, ohne so auf die Makros was dir schmeckt, auch wenn es ungesund ist, in Anführungszeichen. Boah, wenn es ungesund ist. Das hat man sich zum Beispiel als Jugendlicher manchmal gewünscht, als ich kleiner dicker Junge war. Ich habe mir immer gedacht, warum kann Snickers nicht Muskeln aufbauen? Wenn ich jetzt einen Snickers esse, dass ich davon so richtig krasse Muskeln bekomme und so. Zweite Frage. Können wir es nicht abwechselnd machen? Ja, oder so, genau.
Was würdest du anders machen, wenn du zurückgehen könntest, wo du 15 warst? Wenn du eine, oder sagen wir es nochmal besser, was würdest du deinem 15-Jährigen sagen, wenn du dir eine Sache, du hast so 30 Sekunden Zeit, um mit deiner 15-Jährigen nicht zu reden? Schwer. Darüber habe ich nämlich auch schon mal nachgedacht. Das Ding ist, ich habe früher halt sehr viel Scheiße gebaut und ich bereue das eigentlich gar nicht, weil ich finde, das gehört halt wirklich alles dazu. Klar, es gibt so ein, zwei Sachen, die hätten nicht sein müssen, aber trotzdem im Ganzen, im Endeffekt gehört das halt alles zu mir und Richtig. ich finde das in Ordnung und ich habe auch mit gar keiner, also ich bin komplett offen und rede wirklich über alles, weil das halt, weil ich mich für nichts schäme. Aber das Richtig. Einzige, was mich dabei stört, ist, dass ich halt meiner Mama in dieser Zeit dadurch so krass wehgetan habe. Also meine Mama hat so krass gelitten in dieser Zeit, weil ich halt so eine krass klassische spanische Mama habe, die halt so ein krasses Herz hat und so eine Mama, die noch nie getrunken oder geraucht hat, wo das das Schlimmste ist. Und ich meine, ich habe nur Scheiße gebaut in dem jungen Alter, gesoffen und so weiter. Und es tut mir halt einfach leid, dass es meiner Mama in dieser Zeit so krass schlecht ging. Das ist das Einzige, was ich gerne ändern würde, aber ich weiß halt nicht wie, weil wenn ich nicht das bereue, was ich getan habe, weiß ich nicht. Also irgendwie, dass man so einen Kompromiss findet, dass trotzdem, wenn man sich dazu entscheidet, Scheiße zu bauen, dass man aber versucht, das wirklich nur sich selber. Also ich finde, alles ist in Ordnung, was Leute machen, solange sie sich nur selber schädigen. Aber wenn das dann halt, wenn sie dadurch anderen Leute auch wehtun oder verletzen, ist das halt nicht mehr in Ordnung. Und deshalb würde ich halt, das wäre das Einzige, was ich irgendwie versuchen würde, das, keine Ahnung, ich weiß nicht wie, aber das tut mir halt leid. Das ist das, was ich gerne geändert hätte, dass sie nicht so gelitten hätte. Das heißt, du hättest ihr wahrscheinlich gesagt, achte mal ein bisschen mehr auf Mamas Gefühle. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, aber eigentlich habe ich denen, die mich am meisten geliebt haben, eigentlich am meisten verletzt in der Ja, Zeit. das ist aber meistens so, Ja, gell? das ist halt wirklich so, weil man weiß irgendwie bei der Familie, dass die dich so lieben, wie du bist. Das ist ja eigentlich schön, weil das merke ich immer in der Wettkampfdiät. Ich bin wirklich immer gut gelaunt. Mich gibt es eigentlich fast nie schlecht gelaunt. Aber in der Wettkampfdiät ist irgendwann ist man schon ein bisschen träger, will nicht so viel reden, ist so für sich. Und vor anderen Leuten so fällt es mir super leicht, noch weiter höflich zu denen zu sein. Aber wo ich dann immer merke, wo es mir dann schwer fällt, weil irgendwie man so ist, wie man ist, ist es dann bei der Familie. Genau. Das ist eigentlich so komisch. Aber warum ist das so? Weil man gerade da nicht mehr diese Fassade oben halten muss. Weil Ja. da fühlt man sich ja sicher. Und wenn du einen schlechten Tag hast, dann möchtest du ja auch nicht immer nur lächeln. So, und wenn du zu Hause bist, dann bist du du. Und wenn du vor deiner Familie bist, dann bist du du. So, weißt du, was ich meine? Also du musst dir nicht die Mühe machen, bei deiner Mutter so zu tun, als würde es dir gut gehen, wenn es dir nicht gut geht. Und eigentlich ist das eine sehr schöne Sache, finde Ja, auf jeden ich. Fall. Wenn man es bewusst macht, ne? Weil viele Leute, also es ist vor allem bei Paaren so, dass die sich gegenseitig so schlecht behandeln oder Sachen mal an sich rauslassen. Ja. So, weil das die nächste Person ist, die Person sozusagen, die so nah an einem steht. Ja, und bei dir? Bei mir, wenn ich zurückgehen könnte, bei mir ist es genauso. Ich würde sagen, ich bereue nichts, weil das mich zu mich gemacht hat. Egal, was ich verloren habe oder man kann es nicht ändern, ne? Aber ich würde mir schon sagen, hab mehr Geduld und fokussiere dich einfach auf eine Sache, weil das war so mein Problem damals oder bis noch vor ein paar Jahren, dass ich mich einfach auf viel zu viele Sachen konzentriert habe und viel zu viele Leute glücklich machen wollte und viel zu viel. Ich hätte einfach mir, glaube ich, ich glaube, der beste Tipp wäre es für mich gewesen, einfach scheiß auf alle und konzentriere dich einfach auf dich und eine Sache. Was willst du? Überleg dir wirklich, was du willst. Und dann tu es zu 1 Million%. Entweder ganz oder gar nicht. Also entweder, mein Motto ist so, get rich or die trying. Also egal, was ich gerade machen möchte, ich werde dabei sterben. So, weißt du, wenn wir jetzt Völkerball spielen, deshalb ist Völkerball eigentlich bei uns so ungesund geworden, weil wir einfach so übertreiben. Es ist halt dieses,
bis zum Ende treiben. Und ich glaube, ich habe damals gedacht, dass ich das mit 5 Sachen machen kann. Dass ich ein krasser Sportler sein kann, nebenbei noch Geschäfte treiben kann, nebenbei noch das und da und hier und da. Und das klappt einfach nicht. Ne? Das ist genau wie junge Männer mir sagen, oh, ich wünschte, ich könnte 2 Freundinnen haben oder 3 Freundinnen. Und es ist einfach so, du kannst nicht mal mit dir selber umgehen. Weißt du? So, allein dieser so, Wunsch. Ja, der nein, kann auch ist, nur vom Mann. Ja, genau. Es kommt meistens von Männern zwischen. So gar keine anderen Sorgen. Genau, ich wünsche, ich kann 3 Freunde haben. Ja, such dir doch einfach 3, die eine offene Beziehung wollen. Also. Richtig. Aber es ist halt so, das kommt meistens von Männern zwischen 17 und 25, 24, weil man gerade in dieser höchsten Testosteronphase ist und man glaubt, man könnte, aber es ist einfach nicht so. Du weißt nicht mal, wie du dich selber liebst. Dann musst du erstmal lernen, mit einer Frau umzugehen, was ist schon super, das ist schon eine Task. Und auch andersrum für eine Frau, mit einem Mann umzugehen, das ist ja auch, wir sind alle so verschieden und haben alle so viele Vorstellungen, das ist schon so, ne? Ja, aber ja, das würde ich mir sagen, dass ich einfach mal eine Sache durchziehen soll und einfach fokussiert sein soll auf eine Sache und vor allem, wie gesagt, nicht aufgeben. Was ich noch nie eigentlich wirklich gemacht habe. Aber ich habe letztens, glaube ich, gesagt, dass ich indirekt aufgegeben habe, indem ich einfach ins Gefängnis gekommen bin, weil ich mich nicht, hätte einfach meinen Sport weiter durchziehen. Ich war damals ein Top 100 Talent in Amerika und war so 2 Jahre davon entfernt, Profi-Footballer zu werden in Amerika, was mir Millionen eingebracht hätte. Aber da ich so ungeduldig war und unbedingt nebenbei Geld machen wollte, habe ich dann angefangen, aus Mexiko Gras zu holen und hier und da und da. Und dann war ich auf einmal in der Zelle. So. Und das ist auch für mich aufgeben, weil du dich nicht zu 100% auf eine Sache fokussiert hast. Das ist so, als wärst du mit einer Frau zusammen, die du über alles liebst und du siehst die Zukunft, aber trotzdem schläfst du mit anderen Frauen. Das ist dasselbe wie aufgeben, meiner Meinung nach. Ja, entweder mehrere Sachen ein bisschen oder eine Sache richtig. Genau. Jetzt bist du wieder dran. Welche Person in deinem Leben hatte den krassesten Einfluss auf dich? Ich würde sagen, mein zweiter Sohn hatte den krassesten Eindruck, weil mein zweiter Sohn mir einfach nochmal seine Geburt und seine Situation haben mir einfach nochmal so ein, wie so eine Wachmach-Ohrfeige war das sozusagen. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich fokussiert bin und sozusagen dieses Ding Energy und das, was ich gerade mache, zu 100% durchziehe und nichts anderes mehr. Und vor allem mir der ganze Klein, also am Anfang, wie gesagt, früher hat man so viele Leute, die man zufriedenstellen möchte und irgendwann merkst du, dass es alles egal ist. Jeder lebt sein Leben, weißt du, und am Ende des Tages in 100 Jahren wird keiner mehr am Leben sein und keiner wird dich mehr kennen. So, wenn du nicht gerade Bob Marley bist oder Michael Jackson, wird dich in 50 Jahren keiner mehr kennen. So, das heißt, ist es wirklich so wichtig, so viele Leute zufriedenzustellen? Nein. Und für mich, als mein zweiter Sohn geboren worden ist, war einfach so, für mich war dieses, ich muss jetzt endlich mein volles Potenzial erreichen. Es gibt gar keine andere Wahl mehr. So. Wie viele Söhne hast du denn? Ich habe 2 Söhne. Ah, okay. 8 und 5 sind die. Welche Person hat dich denn am meisten beeinflusst? Ja, ich habe schon versucht, eben nebenbei darüber nachzudenken. Das ist eigentlich voll die geile Frage, muss ich sagen. Und irgendwie die einzige Person, wo ich die ganze Zeit dran denken muss, im positiven und im negativen Sinne, ist mein Ex-Freund. Weil das, also der hat mich in manchen Sachen positiv mega beeinflusst. Aber auch manchen Sachen so irgendwie komplett traumatisiert. Also es war halt so eine richtig toxische Beziehung, muss man sagen. Also wirklich toxisch. Was würdest du sagen, sind die 3 Eigenschaften, die der Sport dir gegeben hat? Die 3 positiven Eigenschaften? Also man weiß halt, wenn man halt wirklich das alles überstanden hat, wozu man wirklich in der Lage ist. Richtig. Also oder hat mir vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein dadurch gegeben. Genau, würde ich so. Ja, das so würde ich sagen, wahrscheinlich. Ja, bei mir ist es auch ähnlich so. Also ich würde sagen, der Sport hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Einfach weil man ja etwas reinsteckt und
wenn man nicht genug Vertrauen hat und Disziplin, dann erlebt man gar nicht, wie diese Früchte ernten im Sport, weil alles immer so lange dauert, finde ich. Wenn du athletischer werden willst und mehr Sprungkraft haben willst, als Beispiel, ich habe Leichtathletik gemacht, dann kommt es auf einmal, es ist irgendwann da sozusagen. Und du trainierst und dann hat man, es war damals mit meinem Mentor Rainer Sonnburg, haben wir so 12, 16 Wochen lang auf ein Ziel darauf hinaus trainiert und ich und mein Bruder waren irgendwann so, irgendwie, was passiert denn auch wirklich, weißt du? So, weil du erlebst ja deinen Körper jeden Tag. Du merkst, okay, ich bin ein bisschen schneller, ich fühle mich schon ein bisschen leichter. Und dann hat er uns gesagt, wir sollen 5 Tage Rest-Day machen, weil wir so eine richtig lange Trainingsphase hatten, wo wir manchmal zweimal am Tag trainiert haben. Und wir haben uns dann 5 Tage ausgeruht und dann am sechsten Tag sind wir in die Halle gegangen und haben Basketball gespielt und wir waren schockiert. Also es war so, als hätte ich neue Superkräfte gehabt. Und wenn ich jetzt so dann 3 Wochen zurückgedacht hätte, war es schon so fast so, dass wir aufgeben wollten, weil wir dachten, bringt das Training wirklich was? Wir wollten ja eigentlich voll hoch springen und dann waren wir auf einmal da beim Training und wir sind so auf einmal fast mit dem Kopf am Ring gekommen und es war einfach eine Sprungkraft, die wir noch nie in unserer. Es war so, als hätte uns jemand einfach was geschenkt, aber es war einfach 14, 15 Wochen harte Arbeit, sozusagen campmäßige Arbeit und das waren so diese kleinen Erfolgserlebnisse, wo man merkt, oh krass, okay, gut. Lernt. Also ich hab immer gedacht, ich trainiere hart und immer dachte ich ein Jahr später, wenn ich zurückgeguckt habe, das war irgendwie nicht so hart Krass, wie jetzt. ja, Man lernt halt mit der Zeit auch erst hart zu trainieren. Und deshalb, wenn die dann wirklich mal so, oh, jetzt konnte ich wirklich nicht mehr, dann merken die, okay, das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich sage, jetzt mach einfach genau. noch 5. Oder manchmal sage ich auch, es ist ein bisschen extrem. Wenn jetzt jemand deiner Mutter eine Kuh, eine Pistole an die Stirn hält und der sagt, mach noch 5 Wiederholungen mehr, ich schwöre, du würdest sogar noch 5 Zehn schaffen. Ja, du wahrscheinlich, würdest ja. wahrscheinlich noch 10 schaffen. Also klar, das ist natürlich eine andere Energy, aber das ist bei mir halt auch immer im Training so, dass immer in dem Punkt, wenn ich so denke, ich kann nicht mehr, dann denke ich immer so, okay, 5 mehr und selbst wenn ich dann nur 2 schaffe, weiß ich, okay, dann bin ich wirklich tot. Ich sage immer so, du bist dein bester Freund, aber auch gleichzeitig dein größter Feind. Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was wäre das? Ich weiß nicht, ob ich jetzt sportlich oder also physisch oder psychisch gehen soll. Weißt du, was ich meine? Ach so, Als ja. Sportler denke ich dann natürlich auch an meinen, zum Beispiel, ich würde gerne beweglicher wieder in den Hüften werden, weil ich da so eine Footballverletzung habe. Das heißt, ich komme nicht mehr richtig in meine Squats rein und früher habe ich Spagat gekonnt und das würde ich gerne wieder. Also das ist so gerade das, was ich am meisten möchte. Ich will Ja. wieder Spagat können, ich will wieder laterale Bewegungen wieder schmerzfreier machen können und ja, und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel an mir psychisch was ändern kann, ist, dass ich manchmal innerlich, nicht äußerlich, früher habe ich es äußerlich gemacht, aber innerlich mich so schnell auf Sachen, über Sachen aufrege, wie jetzt ein Radfahrer, Ja, aber die können auch ziemlich aufregen in der, nein, Hamburg. aber es ist ziemlich doll. Also, dass Ja. ich da weniger Energie reinstecke, weil ich schon oft merke, wie ich mich manchmal, wenn wir im Verkehr sind oder sonst was, dass ich mich so sehr über Kleinigkeiten aufrege und ich denke mir, der Radfahrer, der mir gerade einen Stinkefinger gezeigt hat, obwohl er lebensmüde gerade sein Leben riskiert hat sozusagen, der weiß gar nicht mehr, dass ich mich 10 Minuten später immer noch über den aufrege. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich an mir erinnern würde, auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall nicht so extrem. Aber das hatte ich tatsächlich früher extrem und ich habe das richtig verändert. Also dadurch, dass ich mir das halt immer gesagt habe, ich habe mich früher auch mega, bin ich richtig schnell sauer geworden und habe mich mega lange über Sachen aufgeregt. Und Genau. jetzt, ich reg mich nie über Sachen auf, Ja. weil, also erstens, wenn du dich über andere aufregst, sind die Leute es ja gar nicht wert, meistens, dass du so viel Zeit, also Richtig. negative Gefühle an die verschwendest, weil die haben ja Niemand ist nichts es davon. wert, Das ist ja. genauso wie wenn du jemandem ein Geschenk gibst, und er nimmt es aber nicht an, dann bleibt es ja bei Genau, dir. Das richtig. heißt, wenn du Leute hast oder schlechte Gefühle gegenüber irgendeiner Person hast, die kriegt ja nichts davon ab. Du Genau. hast ja nur diese negativen Gefühle Richtig. und dich werden die stressen. Deshalb, wir sind Menschen, also das war aber bei mir schon immer so, dass ich ehrlich gesagt nie das Problem hatte, dass ich anderen Leute gefallen wollte, weil ich habe mir immer am wohlsten gefühlt, wenn Leute mich nicht mochten. Also ich habe immer komplett drauf geschissen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Also mir war es schon immer komplett scheißegal, ziemlich egal und leider manchmal zu egal. Aber das mit Aufregen musste ich halt auch lernen und habe ich voll verbessert, weil mittlerweile sind mir die Leute so krass egal.
dass ich nicht mal die hassen könnte. Also kein Mensch ist es ehrlich gesagt sogar wert, dass ich Genau, Hass Hassgefühle ist für mich haben auch müsste, da. weil Hass setzt dir ja selber so krass Und es Stress frisst und so dich weiter. auf. Ja, Es eben. frisst dich Und auch auf. im, also wenn ich in der Kasse stehe oder irgendwas so nervig ist oder so, denke ich immer so, atme tief Genau. ein, nutz die Zeit. Also ganz ehrlich, ist doch scheißegal. Also wenn mich jetzt andere immer anpöbeln, dann grinse ich immer so richtig lieb zurück, dass sie sich halt noch mehr aufregen. Aber ich so, ja, also weiß Also nicht. das ist bei mir auch, also ich habe einen riesen Schritt gemacht, ne, was das angeht, wirklich. Also früher habe ich mich über alles und jeden aufgeregt, aber da bin ich halt auch, ich erwische mich einfach manchmal, wie ich einfach unnötig gerade Energie verschwende. Aber das ist halt auch, was ich für mich selber auch über die Jahre gelernt habe, Hass und die ganzen Gefühle, diese Wut, die man von Menschen hat, die einen enttäuscht haben oder sonst was. Das war immer so, das frisst einen tagelang auf, oder dass man einfach irgendwo im Bett liegt und über jemanden nachdenkt mit Wut. Ja, Das das ist habe ich das echt lange nicht mehr. Unnötigste. So. Und ich war halt auch früher so, dass, wenn wir uns jetzt gestritten haben, dass ich mich 2 Tage lang darüber innerlich aufgeregt habe und du wahrscheinlich irgendwo am Feiern bist oder Ja, sonst was mal, eben. Man und ich stresst sitze sich da ja und selber. bin so verflucht, die Person, weißt du, was ich meine? Und man tut sich halt einfach nur selber weh, ne? Das Ja, ist das eben, Ding. das schadet halt nur dir selber. Deshalb Richtig. ja, habe ich das tatsächlich schon voll gut umgestellt. Also früher habe ich mich auch mega viel mit meinem Vater gestritten, weil er auch, wie ich, sich ziemlich schnell aufregt und Genau. laut wird und ich dann auch. Richtig. Also immer so sehr explosiv und irgendwie, er hat sich auch ein bisschen gebessert, aber ich halt extrem. Was ihn, glaube ich, mittlerweile sogar mehr aufregt, weil ich in den Diskussionen halt ruhig bleiben kann und mich nicht mal aufrege. Aber ja. Was hat dir denn dabei geholfen, das so krass umzusetzen, dass du das nicht mehr so bist? Also ich habe halt mega viel, als ich mich von meinem Ex-Freund damals getrennt habe, mit in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und diese Sachen, die man da alles machen kann mit Mindset und so weiter. Und da wurde darüber halt mega oft gesprochen. Und ich habe mich halt immer schon im Leben, muss ich sagen, aber richtig viel selbst reflektiert. Also ich finde so Psyche und so auch mega interessant. Und ich frage mich halt, wenn ich was fühle oder was denke oder was auch immer, frage ich mich auch immer so, hä, warum denkst du das denn gerade oder warum fühlst du das so? Und dadurch habe ich das irgendwie so selber so reflektiert, wenn ich mich aufrege, ja, warum denn eigentlich oder was bringt dir das? Und weiß nicht, es ist irgendwie mit der Zeit so gekommen, dass ich ruhiger geworden bin. Weiß Ja, nicht. Selbstreflexion ist das Ja. A und O. Das sage Ja. ich bei allen Sachen. Also, ob du ein guter Sportler sein willst, ob du ein guter Partner sein willst, ob du ein guter Vater, Mutter sein willst, du musst selbst reflektieren können, weil sonst wächst du einfach nicht. Bleibst immer an einer Stelle, ne? Das ist beim Sport so, wenn du dann nicht eine gewisse Entwicklung machst, dann musst du selbst reflektieren sein und sagen, die McDonald's-Attacken am Wochenende und das Gesaufe, führt das vielleicht dazu, dass ich nicht das gerade erreiche im Sport? Weil ich kenne viele Leute so, oh ja, aber am Wochenende feiern gehen ist ja gut, und aber irgendwie kriege ich es nicht hin, dass ich endlich mal unter 13%, 14% Körperfett komme. Was kann ich denn da machen? Ja, vielleicht es dein Wochenend-Lifestyle, ne? So, du, ja, aber es ist doch Cheat Day, und ja, aber Cheat Day wird zum Cheat Weekend, und dann hast du 3 Cheat Days drin, und das ist halt. Diese Cheat Meals mache ich früher ganz extrem, vielleicht einmal im Jahr. Ja, krass, Also, okay. und jetzt habe ich mich aber auch schon verbessert, so ein bisschen gesünder, weil es ist ja auch mal ganz nett, was auswärts zu essen. Gerne. Mache ich das schon so alle paar Monate mal, aber jetzt auch nicht extrem, weil es, also mir fällt es halt nicht schwer, weil ich, wie gesagt, das, was ich jeden Tag esse, auch liebe. Also Genau dich. deshalb, und Richtig. ich sage den Leuten halt immer, wenn die mich fragen, darf ich dies, darf ich das und wie schaffe ich das? Wenn du ein Ziel hast, ist die einzige Frage, die du dir bei jeder Aktion eigentlich nur stellen musst, ist einfach nur, führt mich das zu meinem Ziel oder führt mich das von meinem Ziel weg? Und wenn du Genau. die Frage mit Nein, also es schadet meinem Ziel beantworten kannst, dann weißt du doch schon, dass du es nicht machen Richtig. sollst. Also eigentlich ist die Genau. einzige Frage, die du dir immer nur stellen musst. Das ist alles Mindset, ne? Wenn du das, wenn du dann Döner hast, führt er mich, wenn du sagst, ich möchte Fett abnehmen und du einen Döner essen willst, führt mich das zum Fettabbau? Nein, also dann ist sie nicht. Also es ist eigentlich Richtig. immer ganz leicht, also Richtig. so simpel gesprochen. Also Ja. ja. Bedanke mich bei dir, Christina, Ja. dass du heute hier warst und dir Zeit genommen hast, und mit uns diesen Talk gemacht hast, sag Sehr gerne. Wir sind oft vom Thema abgekommen, aber mal. Ja, war trotzdem ganz nett, ja. ist
So muss das sein, finde ich. Und für die Leute, die einfach Interesse haben, mal so eine Blutanalyse zu machen oder einfach mal einen Coach buchen wollen. Ich bin ja selber Coach, aber jemand, der IFB-Pro ist und der wirklich tief in diesem ganzen Ernährungsthema drin ist, dann einfach auf ihr Instagram gehen, sie anschreiben. Von meiner Instagram-Seite aus kommt man auch auf meine Website. Da steht auch alles, was ich anbiete, drauf. Aber man kann mich auch einfach auf Instagram ganz normal anschreiben. Okay, genau. Cool. Also, ihr habt es gehört. Wir blenden das einmal hier alles ein und dann könnt ihr schon loslegen.